Willst du Spielzeug tauschen? Los geht's! Hört auf mit dem Spaß! Oh! Entschuldigung! Viel besser! Und wer ist das? Reiche Eltern! Das sind meine! Hey, das ist nicht fair! Nehmt ihr mich mit? Natürlich, mein Schatz! Alles Gute! Was ist mit mir? Ich kümmere mich jetzt um dich. Oh nein, nicht das. Lass uns mit deiner Ausbildung beginnen. Geh in den Unterricht. Und wer ist das? Warum passt es nicht? Ich habe schon alles versucht. Oh, Frau Lehrerin. Ich habe dir diese Aufgabe vor 2 Tagen gegeben. Du bekommst eine 6. Ich liebe meinen Job. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe keinen Platz mehr für schlechte Noten. Du, nimm ihren Platz ein. Oh, das ist einfach. Gib ihn mir. Das ist unmöglich. Es ist super einfach. Siehst du? Es passt perfekt. Schau, jetzt ist es eine Sonne. Wow, du bist unglaublich. Lass uns das aufklären. Jetzt kann ich das Rätsel lösen. So cool. Daraus kannst du einen Baum machen. Wow, nur noch ein Stück übrig. Toll, aber was sollen wir hier hinzufügen? Lass uns ein Dach malen. Wow, ein kleines Haus. Oh, Farbe. Perfekt. Jetzt wird es noch heller sein. Wow, das ist ja toll. Das ist doch gar nichts. Was ist das? Ihr ungezogenen Mädchen, was habt ihr getan? Ihr habt meine Aufgaben ruiniert. Löst die Tests. Die Uhr tickt. Schon gut, schon gut. Oh, hallo, die gute Lehrerin. Hier, das ist für dich. Wirklich? Danke. Was ist das? Habt ihr geglaubt, ihr könnt mir entkommen? Keiner stellt sich mir in den Weg. Oder ich puste euch weg. Oh nein. Was für ein Loser. Und du? Du kommst mit mir. Oh, muss ich das? Ja, du musst. Und jetzt her mit den Süßigkeiten. Du verdienst sie nicht. Aber sie gehören mir. Jetzt gehören sie mir. Und was ist das für ein Spielzeug? Zeig es mir. Oh, Lippenstift. Genau das, was ich brauche. Was für ein Glückstag. Und du bist einfach ein Loser. Oh, schon wieder. Löse jetzt die Aufgaben. Endlich ist sie weg. Zeit für etwas Spaß. Ich gebe Ihnen die schwerste Aufgabe überhaupt. Fertig. Fangt sie. Wow, was ist das denn? Hör auf damit. Ah, geh weg von mir. Das macht Spaß. Autsch. Das ist schon besser. Oh, ich muss rennen. Was machen die denn da? Lasst uns die ganze Familie anmalen. Ja, sie haben es verdient. Was zeichnest du da? Darf ich es sehen? Oh nein, sie ist es. Lauft! Oh nein, das ist so gemein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Der Unruhestifter im Flur? Was? Hat sie das gemalt? Ich werde ihr nicht verzeihen. Sie ist in Schwierigkeiten. Ah, was ist hier los? Ich habe Angst. Bitte hör auf. Das hast du davon. Tschuk-tschick. Oh nein, wann hört das endlich auf? Ah. Puh, knapp entkommen. Schwesterchen? Oh, hallo. Ich bin so froh, dich zu sehen. Hör zu, wir müssen vor ihr weglaufen. Da hast du recht. Können wir es schaffen? Natürlich, Schwester. Dann lass uns gehen. Schau sie dir an. Versuchen sie mir zu entkommen? Das wird nie gelingen. Oh nein, sie ist es wieder. Wir müssen von hier verschwinden. Du hast recht. Lass uns rennen. Oh nein. Weißt du, was mit denen passiert, die fliehen?
Mach dich auf eine Bestrafung gefasst. Bitte nicht. Oh nein. Halt dich fest. Was ist los? Ich kann nicht atmen. Sieht aus, als ob das meine Chance ist. Ich muss rennen. Wo kommt der ganze Staub her? Endlich bin ich frei. Uff, Zeit für eine Pause. Oh, das viele Laufen hat mich hungrig gemacht. Schauen wir mal, was ich mitgenommen habe. Was haben wir denn hier? Oh, die Schwester ist Vegetarierin. Hier gibt es nichts Essbares. Wo kann ich etwas zu essen bekommen? Oh, schau mal. Etwas Leckeres. Ein Sandwich. Lass es uns probieren. Es ist voll von Würmern. Ekelhaft. Das riecht lecker. Oh ja, was für eine Delikatesse. Ich werde sie nicht teilen. Vielleicht habe ich etwas. Oh, Marshmallows. Ich Glückspilz. Das sollte für einen Snack reichen. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch eine Flamme. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, es ist zu heiß. Perfekt. Was? Das war's. Der Spaziergang ist vorbei. Zeit, nach Hause zu gehen. Widerstand ist zwecklos. Arme Schwester, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Lass mich dir helfen. Ich habe genug. Ich kann nicht nach draußen gehen. Und was machen wir jetzt? Wenn du versuchst zu gehen, erwartet dich die schlimmste Strafe, die du je erlebt hast. Oh, da ruft jemand an. Ich muss antworten. Was? Ein Telefon? Nicht in meinem Haus. Das ist eine neue Regel. Kapiert? Jetzt wirst du es nie mehr vergessen. Sie ist so gemein. Wir sind in Schwierigkeiten. Aus dem Weg. Keine Umarmungen erlaubt. Und das sehe ich besser nicht wieder. Jetzt denk mal über dein Verhalten nach. Oh nein, wir sind im Untergang geweiht. Wie kommen wir hier raus? Mir fällt nichts ein. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Mit dieser Puppe wird uns die böse Lehrerin keine Angst mehr einjagen. Das wird urkomisch sein. Lass mal sehen. Oh ja, sie sehen genau gleich aus. Man kann sie nicht auseinanderhalten. Genau das, was ich brauchte. Und noch etwas. Lass uns eine Brille hinzufügen. Perfekt. Lasst es uns an unserer Puppe ausprobieren. Oh ja. Und jetzt lass uns Spaß haben. Hä? Was ist denn hier los? Sie müssen so albern aussehen. Ich kann mich nicht beherrschen. Zeit für ein bisschen kitzeln. Stopp. Wie wär's mit etwas Pfeffer? Ich kann nicht aufhören zu lachen. Was ist denn hier los? Polly, hast du das getan? Oh nein, sie hat es herausgefunden. Gestehe, was tust du da? Ich finde es sowieso heraus. Wenn das so ist, komm mit mir. Setz dich sofort hin, Unruhestifterin. Jetzt mach den Test. Die Uhr tickt. Schon gut, schon gut. Ich hoffe, ich werde rechtzeitig fertig. Oh, es ruft jemand an? Das ist komisch. Hallo? Hallo, Schwesterherz. Ich helfe dir bei dem Test. Die Antwort auf Nummer 1 ist A. Oh, danke, Schwesterherz. Sie guckt nicht. Ich schaffe es schon noch rechtzeitig. Na, dann lass mal sehen. Das gibt's doch nicht. Ist alles richtig? Grill. Njom, njom. Was ist los mit dir? Etwas in meinem Hals. Ist die wieder weggelaufen? Sie ist verrückt. Ich muss mich vor ihr verstecken. Ich hoffe, sie sieht mich hier nicht. Ich muss leise sein. Wo ist sie hin? Ich werde sie finden. Was soll ich tun? Oh. Das wird sie ablenken. Nimm das. Was? Eine Maus? Wie niedlich. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Du wirst mein bester Freund sein.
Jetzt lass uns das undankbare Mädchen finden. Denk nach, denk nach. Oh, Käse. Hoffentlich klappt das. Hier, fang es. Oh, Käse. Wo willst du hin, Süße? Lecker. Jum, jum. Warte auf mich. Ah, das tut weh. Aber mir geht's gut. Das war's. Zeit zu gehen. Oh nein. Was glaubst du, wo du hingehst? Zeit für deine neue Bestrafung. Hier, nimm das. Ein Geschenk? Wie schön. Ein Buch? Wow, so viele Seiten. Ich werde das nie zu Ende lesen. Oh, das wirst du. Hier ist noch ein Geschenk. Wirklich? Was steht denn da drin? Dynamit? Es geht nicht aus. Ah, oh nein. Es riecht verbrannt. Tumtik. Hey, hör auf mit dem Wasser. Hör auf, ich bin klatschnass. Uff, das war knapp. Es reicht. Grrr. Das war's. Das war der letzte Strohhalm. Dir werde ich es zeigen. Ein Anruf. Lies dein Buch. Ich komme wieder, um nach dir zu sehen. Oh, ich hoffe, sie kommt nicht zurück. Schweigen in der Klasse. Letzte Stunde. Wo waren wir? Sie ist zu streng. Denk dran, du kannst das nicht in meinen Unterricht mitbringen. Ist das klar? Oh nein. Ich glaube, ich habe ein Problem. Vielleicht kannst du die Zöpfe erlauben? Keine Nägel. Das wird dir eine Lehre sein. Oh nein. Das ist fair. Zieh das aus, sonst bin ich nicht mehr nett. Was für ein Horror. So ist es besser. Ich glaube, der Bob wird dir besser stehen. Nein! Deine Zöpfe sind jetzt meine Trophäe. Und versuch ja nicht, dich beim Direktor zu beschweren. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Miss Betty. Sie ist es wieder. Guten Tag. Sie scheint nett zu sein. Hey, das ist meine Klasse. Geh, schneller. Ich bin die Lehrerin des Jahres. Und mehr als von einem Jahr. Komm mir ja nicht in die Quere und sei still. Wow, du bist aber streng. Das ist schon besser. Hey, wo willst du hin? Die Glocke ist für die Lehrerin. Aber wir wollen eine Pause. Was für eine Hexe. Das werde ich ihr nicht verzeihen. Kleine Parasiten. Sie ist so streng. Was? Ein Stück Papier? Du hast deine Angst völlig verloren. Du bist einfach ein Tyrann. Du kannst es dir nicht anders vorstellen. Ruhig, Miss Vöbel. Tschüss, tschüss. Nein. Stopp. Ah. Michael, du wirst bestraft werden. Du wirst keine bessere Note als eine 4 bekommen. Aber es ist eine Pause. Das ist mir egal. Sie ist so gemein. Puh. Baby, geht's dir gut? Sie kann uns nicht allein lassen. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Ich werde mit ihr reden. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin nicht wie sie. Wer will mit an den Tisch? Du wirst mich nicht bestrafen. Lasst uns aus 3 Möglichkeiten auswählen. Ich habe eine Vermutung. Toll, dann benutze sie. Wirklich? Ich glaube, es ist die 7. Schon schick. Wuhu, richtig. Du wirst bald ein ausgezeichneter Schüler sein. Bitte nicht die Stirn. Oh nein, nein. Das wird in deinem Test vorkommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du bist ein sehr kluger Kopf. Ich arbeite gerne mit dir zusammen. Ihr seid alle mittelmäßig. Aber wenn ihr versucht, auch nur ein kleines bisschen Talent herauszukitzeln, gebe ich euch vielleicht eine 3. Ihr habt Glück, ich werde eure Muse sein. Gern geschehen. Fang an. Okay. Ich bin eine Göttin. Ich werde mit der Warze anfangen. Wie geht's dir? Oh, haben wir schon angefangen? Was? Das ist Kunst. Das? Was ist das für ein Dreck? Warum bin ich blau? Sei nicht beleidigt, ich sehe das auch so. Unsinn. Ich muss das zerstören. Das ist eine 4. Bitte. Wie bitte? Sei nicht so streng. Sag mir nicht, wie ich unterrichten soll. Sie ist so nervös. Baby, nicht weinen. Hör nicht auf sie. Du bist sehr talentiert. Ich habe eine Idee. Wo ist sie? Ich bin hier. Und ich bin dein neues Model. Hast du mich erkannt? Du hast mich gezeichnet. Hey, sei nicht traurig.
Lass uns glücklich sein. Du bist so cool. Bitte komm öfter zu uns. Mit großer Freude. Komm zu uns. So cool. Was ist hier los? Das ist ein Albtraum. Hey, ich kann dich nicht hören. Wir sind hier nicht im Zirkus. Hoppla. Mit einem Hoppla kommst du nicht durch. Das sollte jeder sehen. Lass los. Gib es zurück, sofort. Du warst es also? Das ist witzig. Ich wusste nicht, dass Miss Phoebe eine Ringerin ist. Wow, das hat sich so schnell verbreitet. Oh, sie kommt. Verstecken wir uns. Worüber kichert ihr? Wir waren still. Ich behalte euch im Auge. Ist das ein Telefon? Habt ihr die Regeln vergessen? Keine Telefone. Womit sind die jungen Leute beschäftigt? So lustig. Was für ein Gesicht. Ich kann einfach nicht. Das sind meine besten Fotos. Die sind überhaupt nicht lustig. Oh doch. Ich werde eine Bestellung aufgeben. Hallo, Chum-Check-Lieferung? Ich bin schon da. Toll, ich bezahle mit Karte. Warte, das ist mein Telefon. Jetzt aus den Augen. Böser Schüler. Dazu hast du kein Recht. Hey du, Menschenrechtsaktivist. Willst du noch mehr Probleme? Jeder, der meine Regeln bricht, muss bestraft werden. Denk jetzt über dein Verhalten nach. Du hast es sowieso nicht eilig. Du kannst anfangen, das zu lösen. Ganz einfach. Mach die Augen auf. Das ist eine Menge Arbeit. Du hast 5 Minuten Zeit. Wirklich? Ich kann es nicht entfernen? Aha, ich hab's. Leute, bitte like dieses Video, damit ich hier rauskomme. Ich flehe euch an. Moment mal, willst du den Unterricht verpassen? Hey, wage es nicht, ihr zu helfen. Das erlaube ich dir nicht. Oh! Bitte nur noch ein bisschen mehr und ich kann mich befreien. Ich flehe euch an. Wuhu, ihr seid die Besten. Endlich bin ich frei. Bis dann, Miss Phoebe. Puh, Likes sollten auch verboten werden. Wow, alles ist so bunt und interessant. Was meint ihr? Lasst uns ein Experiment machen. Mischt etwas Zitronensäure und die Kochsalzlösung zusammen. Ist das eine Lektion? Da hast du es. Was soll ich noch hinzufügen? Oh, ich weiß was. Die Mischung sieht stabil aus. Das wird nicht lange halten. Baby, ich habe eine besondere Zutat. Oh ja. Mal sehen, was du jetzt zu sagen hast. Oh oh, was ist passiert? Nur das nicht. Was für ein Gesicht. Ich kann nicht. Ich muss es ausmachen. Zum Tick. Ich hab's geschafft. Phoebe? Betty? Das werde ich dir nicht verzeihen. Ich werde mich beim Lehrerrat beschweren. Du wirst gefeuert. Sie scheint nicht glücklich zu sein. Leute, ihr könnt jetzt zu Mittag essen. Guten Appetit allerseits. Guten Appetit, Fräulein Betty. Wer war das? dieser Burger. Stimmt etwas nicht? Oh. Baby, du hast kein Essen? Sei nicht sauer. Ich werde es mit dir teilen. Lass uns tauschen. Machst du Witze? Vielen Dank. Iss, Baby. Meine Stimme ist für Betty. Betty, das ist jetzt meine Stunde. Gib mir den Stuhl. Was ist das? Es geht nicht. Es scheint, als wollten sie mir den Sieg wegnehmen. Entschuldigung. Erinnerst du dich an die Regeln? Kein Essen. Das ist keine Kantine. Es ist meine Schuld. Hier, ich bin heute großzügig. Ist das alles? Ja, ich fühle mich wie eine Ziege. Es war köstlich. Ich hasse Salat. Okay, lass uns weitermachen. Ich hab's mir gemerkt. Stopp. Keine Süßigkeiten. Ich beobachte dich. Ist das klar? Ja, Phoebe. Reg dich nicht auf. Wir werden uns schon was einfallen lassen. Ich werde das Kind nicht hungrig zurücklassen. Ich denke, Fräulein Tausendregeln wird es nicht merken. Du darfst doch einen Taschenrechner mitnehmen, oder? Wow, Sie sind ein Genie, Miss Betty. Danke. Verstecken. Ich habe meinen Ordner vergessen. Sieh an, sieh an. Warum bist du so glücklich? Wir haben doch jetzt nicht Mathe. Das ist doch nur ein Taschenrechner. Okay. Siehst du? Okay, warte auf die neue Regel. Was für eine gemeine Lehrerin. So lecker. Puh, das war knapp. Es wird Zeit, die Arbeiten zu überprüfen. Eine 1+ für alle eure Bemühungen.
Ich habe die beste Klasse. Kollegin, was machst du da? Stehe richtig? Du fühlst dich nicht gut. Lass mich dir helfen. Ich bin schon ganz nah dran. Nun wird's dir besser gehen. Toll. Schüttel mich nicht. Oh nein, die Arbeiten der Jungs. Oh, das ist so traurig. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Glaubst du, das ist alles? Hier, trockne sie. Wie niedlich. Hey, anscheinend lässt es sich nicht einschalten. Es wird lustig. Zeit, sich zu verabschieden. Oh nein. Ich kann es nicht glauben. Du hast es gekauft. Es ist nicht lustig. Ich hätte die Arbeiten der Schüler ruinieren können. Loser. Ich hätte fast einen Rekord aufgestellt. Mir ist so langweilig. Oh, ich bin fast eingeschlafen. Steh auf. Lerne. Ich lasse dich nicht in meiner Stunde schlafen. Lies. Oh, sehr ruhig. Ohne Bequemlichkeit kann ich nicht schlafen. Das ist besser. Aber ein bisschen kalt. Genau. Ich habe etwas, womit ich mich zudecken kann. Süße Träume für mich. Guten Morgen. Ich schlafe nicht. Südamerika ist der... Kontinent? Setz dich hin, es ist eine Eins. Oh, du. Willst du mich zum Narren halten? Ich hab's nicht einmal versucht. Es scheint niemand hier zu sein. Ich brauche keine Zeugen. Alles klar. Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Das wird sie bestimmt nicht vergessen. Oh ja, das ganze Fläschchen. Komm mir nicht in die Quere, Baby. Ich bin einfach genial. Oder kommt jemand? Natürlich, Jeremy. Ich rufe dich zurück. Okay, mal sehen. Hey. Ah, es tut so weh. Knöpfe? Ist das ein Scherz? Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade. Viel bequemer. Oh, ein neuer Tag, neue Möglichkeiten. Oh, mein Telefon. Womit ist es bedeckt? Es steckt fest. Komm schon. Oh nein, das ist ja eklig. 2-0, Kollegin. Wow. Aber warum? Das ist doch ganz neu. Geh, sonst füllst du diesen Ort mit Tränen. Ich bin immer noch cool. Was? Oh nein. Komm schon. Zu viel Kleber. Puh. Ah. Warum? Träum nicht mal davon. Der Preis wird mir gehören. Willkommen zum Preis für den besten Lehrer des Jahres. Wir haben zwei Kandidaten. Juhu. Miss Betty. Wir lieben dich. Miss Phoebe ist furchtbar. Schauen wir uns die Stimmen an. Oh ja. Es scheint, als ob wir den Favoriten schon kennen. Wie fühlst du dich? Bist du besorgt? Wer wird gewinnen? Das werden wir gleich herausfinden. Naja, Phoebe hat dieses Jahr nicht so viel Glück. Das kann doch nicht wahr sein. Schau, Leute, was ist das? Es ist gut, dass ich alles im Voraus vorbereitet habe. Der Klügste gewinnt. Können wir weitermachen? Und wir kehren zu unserer Abstimmung zurück. Es ist an der Zeit, die Stimmen auszuzählen. Los geht's. Ich danke euch. Bald werden wir das Ergebnis erfahren. Ich hoffe, ich habe dieses Jahr Glück. Like dieses Video, wenn du das Endergebnis erfahren willst. Juhu! Das kann nicht sein. Das ist ein Irrtum. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin. Das ist unsere Lehrerin des Jahres. Oh, das wirst du noch bereuen. Es ist mein Sieg. Oh nein! Phoebe, lass das! Es ist zu spät. Der Preis sollte mir gehören. Hey, was hast du mit mir gemacht? Du bleibst für ein weiteres Jahr. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Warum starrst du so? Willst du nach der Schule noch bleiben? Was für ein Gesicht. Du hast mich zum Lachen gebracht. An deiner Stelle würde ich nicht so viel lachen. Ich bin ein Superkind. Und was willst du mit mir machen? Tschüss. Ah. Wow, danke. Du hast mich gerettet. Komm schon, lass uns gehen. Okay. Tschüss. Wirklich? Wow, wo sind wir? Es ist so toll hier. Pass auf sie auf.
Okay, mach ich. Und? Willst du ein Held werden? Ich bin Captain America. Okay, such dir aus, wer du sein willst. Ich möchte wirklich wie sie sein. Toll. Nimm das. Es ist eine Walkie-Talkie-Hülle. Perfekt. Oh ja, Zeit, etwas zuzunehmen. Es ist Flash. So cool. Hallo, neues Mädchen. Warte eine Sekunde. Ich meine, eine Millisekunde. Und jetzt an die Arbeit. Erste Aufgabe. Rennen. Okay, aber pfeif mir nicht ins Ohr. Geh nicht über diese Linie. Wenn ich pfeife, geht's los. Tschumtschick. Wow, ich kann nicht mit ihm mithalten. Oh, er ist wie ein Blitz. Hey, bleib nicht zurück. Komm schon. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Das sieht nicht wie ein Heldenanzug aus. Tut mir leid, ich habe noch nichts. Ich habe eine Idee. Probier das an. Das sind Vibraniumschuppen. Es wird dir stehen. Toll. Ich konnte Hongkong schon erreichen. Wo ist sie? Oh ja. Es ist ein bisschen unangenehm in diesem Outfit. Einfach toll. Jetzt lass uns zurück zum Training gehen. Tschumtschick. Wow, so viel Energie. Ich kann ewig rennen. Warum werden wir langsamer? Sie ist schnell. Oh nein. Das hätte ich fast vergessen. Und einfach so. Tschumtschick. Autsch. Warum? Was denkst du? Großartig. Ich kann nicht mit dir mithalten. Du wärst eine tolle Ergänzung für das Team. Danke. Was jetzt? Mein Make-up? Toll. Davon habe ich schon immer geträumt. Und wo gehen wir jetzt hin? Oh, sei vorsichtig. Sie ist so tollpatschig. Ich glaube, sie ist hier. Oh, das Training. Ich bin erschöpft. Sei vorsichtig. Die Schurken sind sehr schlau und gefährlich. So langweilig. Hey, ich bin so müde. Lasst uns weitermachen. Der Joker ist besonders gefährlich. Man weiß nie, was man von ihm zu erwarten hat. Oh, jetzt wird's lustig. Wie wär's mit einem kleinen Restyling? Wow, das wird ein Meisterwerk. Habe ich etwas verpasst? Oh nein, sei vorsichtig. Lass uns weitergehen. Was ist los mit mir? Harley, hast du das gemacht? Das ist ja furchtbar. Hey, ganz ruhig. Oh du, ich stecke in Schwierigkeiten. Suchst du nach Problemen? Mädchen, wir sprechen dir nach. Ich brauche absolute Ruhe. Und so bedankst du dich bei mir für das Make-up? Ups. Und das wird mit jedem passieren. Lass los, das war ein Scherz. Auszeit. Keiner wird entkommen. Ist das für euch beide klar? Ja, Mütze, auf jeden Fall. Los geht's. Nerd. Oh, das ist viel besser. Ich mag es. Was? Wie hast du das gemacht? Ein Buch über Meerjungfrauen? Ist das Make-up von dort? Kaugummi, du kennst die Regeln. Oh, du gemeines Mädchen. Und du? Meerjungfrau, du siehst toll aus. Du kannst mit der Herstellung deines Anzugs weitermachen. Juhu, die nächste ist Tiara. Ich werde es finden. Verschwende keine Zeit. Lauf. So süß. Also, wer ist es? Wow. Kia. Hallo, Schwester. Ich bin Wonder Woman. Die Anführerin des Amazonas-Stamms. Komm zu mir. Wow. Ich? Okay. Kia. Was denkst du? Kann ich eine Amazone werden? Wie du? Lass uns mit etwas Einfachem anfangen. Wiederhole es. So? Ich kann das nicht. Reg dich nicht auf. Ich weiß Bescheid. Los geht's. Folge mir. Was du für dein Selbstvertrauen brauchst, ist ein Diadem. Gut, dass ich das in Ordnung bringen kann. Fangen wir an. Toll. Wir mischen den Farbstoff mit dem Gel. Los geht's. So schön. Schon schick. Jetzt füllen wir die Form mit unserer Farbe. Das Wichtigste ist, dass du es nicht übertreibst, sonst klappt es nicht. Schritt für Schritt. Wir werden unser Ziel erreichen. So ist es richtig. Die Muschel ist fertig. Toll. Ich bin so stolz auf mich. Weiter geht's mit dem Haarband. Schneide die Form aus einem Stück Foam-Iran aus. Jetzt wickeln wir es in Stoff ein. Ich glaube, das hier wird dir gefallen. Wunderbar. Klebe die Sockel mit Heißkleber zusammen. Wir wollen nicht, dass es auseinanderfällt. Und das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. So schön. Zeit, es anzuprobieren.
Wow, so cool. Wow, es steht dir wirklich. Das ist unglaublich. Ich fühle mich wie eine Heldin. Warte, lass uns deine Kräfte testen. Oh, hallo, ihr Schönen. Glaube an dich selbst. Okay, ich werde dir die Macht der Amazonen zeigen. Hast du schon Pläne für heute Abend? Oh nein, du hast mein Herz gestohlen. Willst du mich heiraten? Ich bin überwältigt von deiner Schönheit. Huggy, was ist hier los? Ich warte schon seit einer Stunde auf dich. Oh, du Verräter. Das werde ich dir nie verzeihen. Komm mit. Wer hätte das gedacht? Was kommt als nächstes? Armschienen? Wir müssen sie finden. Ups, tut mir leid. Ich muss los. Tschüss. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich hoffe, alles läuft wie am Schnürchen. Jetzt der Superheldentest. Es ist Zeit, dein Wissen zu testen. Los geht's. Und versuche nicht zu schummeln. Oh, lass mal sehen. Das ist ganz einfach. Hey, was ist die erste Antwort? Okay, ich schaue einfach selbst nach. Das Wichtigste ist, schlau zu sein. Und da bin ich der Beste. Komm schon, nur noch ein bisschen mehr. Lass mich in Ruhe. Es hat nicht geklappt. Kannst du helfen? Ich weiß es selbst nicht. Warte. Ja, ich habe sie gefangen. Genug. Autsch. Und sie ist stark. Wow. Oh, die Zeit ist fast um. Gib deine Papiere ab. Bitte, Sir. Aha, richtig. Ein hervorragendes Ergebnis. Juhu, meine erste Eins. Gib's mir, Deadpool. Ich will nicht. So funktioniert das nicht. Und du? Nimm es. Was ist los mit dir? Sieht so aus, als wärst du der Einzige, der den Test bestanden hat. Und hier ist die Belohnung. Superheldenarmbänder für Meerjungfrauen. Cap, du bist der Beste. Dienen und beschützen. Das ist richtig. Was kommt als nächstes? Ich habe die Armschienen. Hey, was ist das für ein Geräusch? Dynamit? Aber woher kommt es? Hey, du steckst in Schwierigkeiten, Meerjungfrau. Nein. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Aber genau das wollte ich. Autsch. So schwer. Kann ich helfen? Bitte. Oh, du hast mich schon wieder gerettet. Super, Junge. Ist das nicht zu schwer? Das ist urkomisch. Oh nein, ich wurde zerquetscht. Keine Sorge, ich bin hier. Oh, ich kann es nicht bewegen. Leute, bitte helft mit. Like dieses Video und gemeinsam werden wir Superboy befreien. Lass mich einfach hier. Nein, nein. Leute, beeilt euch. Chum, chum, schick. Danke. Du bist mein Retter. Oh, oh. Jemand braucht mich. Auf Wiedersehen. Wow. Er ist so cool. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich muss das nächste Teil für den Anzug suchen. Der Kompass zeigt in diese Richtung. Nochmals willkommen. Vorsicht mit deinem Kopf. Du wirst viele Herausforderungen haben. Und der Schwanz der Meerjungfrau wird deine Belohnung sein. Und nun zur Aufgabe. Es ist ein Hindernislauf. Dein Preis ist am anderen Ende. Wow. Ich werde ihn bekommen. Dann mach weiter. Sieht sehr gefährlich aus. Ich will gesund und munter ankommen. Autsch. Das ist erst der Anfang. Lasst uns noch ein bisschen mehr Würze reinbringen. Was ist das? Hey, das war nicht der Deal. Zu rauchig. Sieht zu einfach aus. Der Hardcore-Schwierigkeitsgrad. Mach dich bereit. Chum-chick. Das ist ein bisschen zu viel, oder? Huggy, geh weg. Sonst wird es noch schlimmer. Oh nein. Der Schwanz wird mir gehören. Ich bin bereit, alles dafür zu tun. Lass es uns ausprobieren. Du kannst mir keine Angst machen. Das machst du gut. Toll. Du hast es geschafft. Wer würde das bezweifeln? Der Schwanz gehört mir, oder? Klar. Und er steht dir. Natürlich. Mein Look ist komplett. Es ist zu früh, um sich zu entspannen. Los. Ich werde weitermachen. Das Ziel ist es, ein Kind aus einem Feuer zu retten. Meinst du schaffst das? Sir, ja, Sir. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Mach dich bereit für die Aufgabe. Was? Geschafft. Rette mein Kind. Jeden. Er ist doch nur ein Baby. Oh nein, ich fange ihn ein. Oh, ein toller Schachzug. Ja, bist du okay? Jetzt ist alles gut. Gut gemacht. Du bist der Nächste. Was für ein Albtraum. Bist du sicher? Hab keine Angst, du kannst es schaffen. Da bin ich mir nicht so sicher. Es reicht. Du weißt, was zu tun ist. Mein Baby. Nein.
Komme. Ja, es war gefährlich. Wow, eine tolle Reaktion. Du hast den Test bestanden. Mach weiter so. Toll. Baby, bist du okay? Warte, mein Walkie-Talkie. Code Rot, wir brauchen Verstärkung. Sofort. Ich muss auf eine Mission gehen. Zeig es ihnen allen. Tum, tum, tschick. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Armselige Leute, holt es euch. Oh, beeilt euch, wir stehen unter Beschuss. Nicht doch. Goldene Ringe, wer ist das? Stell dich mir nicht in den Weg. Was? Schatz. Ganz ruhig, Kumpel. Wie halten wir ihn auf? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht verstecken. Die Schutzweste soll schützen. Gib mir Deckung. Oh, du Schurke. Ich werde nicht zulassen, dass du so weitermachst. Versuch mich aufzuhalten. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Was? Der Akku ist leer? Was für ein schlechtes Timing. Es ist an der Zeit, die Rechnungen zu bezahlen. Warte, ich werde es selbst tun. Es ist genial. Du hast ihn getroffen, ohne ihn zu schlagen. Autsch, das tut weh. Kampf ohne Berührung. Danke, du hast mir sehr geholfen. Und hier ist deine Schutzweste. Hier treffen wir uns wieder. Das steht mir. Danke, Officer. Glaubst du, das wird dich retten? Du bist so naiv. Einfach wunderbar. Ohne ihre Anzüge werden sie keinen Ärger machen, oder? Hm, die Sahne ist ausgezeichnet. Harley, was machst du denn hier? Nenn mich Captain Harley. Fang es. Ah, Schild, wie konntest du nur? Gib es zurück. Ciao, ciao. Das schnapp ich mir auf. Ich habe jetzt die Macht der Drei. Sie ist entkommen. Ich muss die Meerjungfrau anrufen. Sie wird dir bestimmt helfen. Schneller ins Klassenzimmer. Oh, oh. Ich bin schon da. Oh, nein. Harley? Woohoo. Das wird die Schlacht des Jahrhunderts. Versuch, mich aufzuhalten. Meerjungfrau. Zu langsam. So kannst du mich nicht besiegen. Ich kümmere mich um dich. Versuch, mich zuerst zu fangen. Oh, du hast nicht aufgegeben? Hol es. Das klappt nicht. Oh nein, meine Armschienen. Das verzeih ich dir nicht. Hey, Loser, ich kann dich nicht hören. Du Schurke, beweg dich nicht. Nicht das. Ich habe auf dich gewartet. Warum hast du so lange gebraucht? Das Spiel ist vorbei und kein Anzug wird dir helfen. Du bist zu selbstbewusst. Ich bin dran. Wo ist sie? Hier. Oder hier. Stopp. Zwing mich. Sie ist so schnell. Das reicht. Ich werde sie nicht mit dem Schwanz fangen. Oh nein, beweg dich nicht. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Das war's. Wir haben gespielt und jetzt ist Schluss. Autsch. Eine dreckige Bewegung. Und wer bist du ohne deinen Anzug? Oh, stopp. Lass los. Jetzt wirst du niemandem mehr wehtun. Pass auf sie auf. Captain. Tolle Arbeit. Komm her. Du verdienst eine Beförderung. Officer Meerjungfrau. Es ist mir eine große Ehre, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Oh, Muschel, wir haben eine neue Herausforderung. Ich kümmere mich darum. Es ist furchtbar. Wie willst du damit wegschwimmen? Hör auf, ihn zu verhöhnen. Das hättest du wohl gerne. Komm zurück zu Mama. Ich verstehe es nicht. Er steckt fest, oder was? Na, na, na. Beleidigen wir die Meeresbewohner? Jetzt reicht es aber. Du... Weißt du, was mit dir passieren wird? Du wirst meine Trophäe werden. Ah, nicht. Es ist eine Falle. Sie hat mich gefangen. So schön erwischt zu werden, was? Jetzt fühle dich wie die kleine Krake. Eine Strafe für Mobbing. Das ist ja furchtbar. Sag danke. Oh, Betty, lass mich dir danken. Danke, Kumpel. Wow, ein tolles Schloss. Da kommt der ganze Lärm her. Ich glaube, das wird unseren coolen Offizier aufhalten. Was ist das? Oh, wow, warum ist es hier? Sieht harmlos aus. Ah, ich werde hineingesaugt. Lass mich los. Oh, du bist so ein Fiesling. Lass mich nur an dich ran. Aua. Hey Leute, bitte like dieses Video, um mich zu retten. Ich schaffe das nicht allein. Wow, ihr seid so toll. Nur noch ein bisschen mehr. Und? Klickt noch ein bisschen mehr. Nur noch ein paar Likes. Ja, ihr habt es geschafft. Danke. Erster Sprung. Wir sind ein super Team.
Und du, Muschel, kommst mit mir. Ich habe es gerade noch geschafft. Oh, hier wird's gemütlich. Was? Warum ist hier dieser Müll? Hör auf, den Ozean zu verschmutzen. Okay, das geht auch ins Recycling. Vielleicht gibt es hier etwas Wertvolles. Stopp. Das ist alles zu viel, Huggy. Mach dich bereit. Du wirst deine gesamte Haftzeit über Müll sammeln. Ach, wirklich? Okay. Du willst angreifen? Versuch's jetzt, mutiger Kerl. Sei still, oder? Ich hab's kapiert. Ich tu's nie wieder. Guter Junge. Folge mir. Aua, das tut weh. Sei still. Es ist Zeit, dass du ins Gefängnis kommst. Hey, was? Ich habe alles aufgeräumt. Gut gemacht, jetzt brauchst du Zeit, um über dein Verhalten nachzudenken. Müllliebhaber. Das Geschenk der Krake war sehr nützlich. Und versuch nicht zu fliehen. Was für ein Tag. Ich bin so müde. Warte, das ist keine gute Zeit zum Schlafen. Definitiv nicht vor einem Gefangenen. So ist es besser. Ich beobachte dich. Oh, es ist verdächtig still hier. Hey, Thing. Hallo. Hilf mir bitte. Okay. Ich habe die Schlüssel. Ich komme. Und wie bist du dorthin gekommen? Danke, Thing. Diese Meerjungfrau ist verrückt. Oh, ich dachte, ich sitze hier für immer fest. Okay, Zeit zu verschwinden. Lass uns gehen. Sei einfach still. Was machst du denn da? Ich bin ein Krimineller. Ich bin ein Verbrecher. Ich werde nicht mit leeren Händen gehen. Das ist Gold. Danke für das Souvenir, Officer Betty. Gern geschehen, Thing. Was? Du kannst die Kette haben. Sie steht dir. Nein, Thing. Ups. Du warst spazieren und das reicht. Ich war so nah dran. Huh, da braucht jemand meine Hilfe. Bitte komm, schneller. Los. Oh ja. Gefällt dir das, Fisch? Eine Schallwelle. Oh nein. Hör auf. Ursula? Nicht schon wieder. Hör auf, oder du bekommst es mit mir zu tun. Herausforderung angenommen, Betty. Bist du sicher? Oh ja. Hier ist ein Geschenk für dich. Das kann ich auch. Deine Blase ist viel schlimmer als meine. Mach's gut. Das ist unmöglich. Hey, lass mich hier raus. Es ist vollbracht. Das ist so gemein. Okay, du hast gewonnen. Aber das ist noch nicht das Ende. Hey, der Dreizack ist kein Spielzeug. Ist das klar? Okay, ich gebe auf. So ist es besser. Bleib stehen. Danke, Betty. Du hast mich gerettet. Darf ich dich belohnen? Was? Eine Belohnung? Ah, oh, da ist sie. Gefällt sie dir? Dann schon schick. Hey, was ist hier los? So viele Fische? Interessant. Pass auf dich auf, Meerjungfrau. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht umziehen. Hast du zugehört? Das ist jetzt dein neues Zuhause, Ursula. Sie hat es nicht bemerkt. Ich glaube nicht, dass ich lange hier sein werde. Was ist das? Halt! Ursula, lass mich nicht nochmal raten. Hör auf, herumzualbern. Autsch! Lass uns mit der Arbeitstherapie beginnen. Ich warte auf eine Stehlampe von dir. Was? Ich muss das hier überleben, aber wie? Ich muss einen Weg finden. Zuerst werde ich Modelliermasse ausrollen. Toll, ist das also eine Schablone? Tschumtschick! Viel besser. Befestige die Zeichnung und schneide sie aus. Sieht gut aus. Das ist komisch, aber es wird reichen. Jetzt müssen wir die Schuppen formen. Lass sie uns rosa anmalen. Was für ein Geruch. Wow, es hat geklappt. Hallo, Süßer. Und jetzt Trumtrick. Voila, die Stehlampe ist fertig. Perfekt. Aus der Nähe ist es noch schöner. Was für eine Textur und dieser Schimmer. Ist es Betty? Ich glaube, es ist Zeit für ein Date. Eggman? Was machst du hier? Was brauchst du? Das Baby und ich vermissen dich. Er will dich so gerne sehen. Böser Oktopus? Warte auf mich. Oh, Ursula. Hey, ich warne dich. Nein, 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 Officer. Was für ein Lügner. Meine Königin. Warum? Kannst du die Lautstärke runterdrehen? So schnell. Okay, die Zeit ist um. Raus hier. Herzlos. Viel Glück, Ursula.
Okay. Danke, Officer. Ich muss jetzt gehen. Sie sind komisch. Das scheint meine Chance zu sein. Na und Octo, bist du bereit? Wir haben sie getäuscht. Jetzt lass uns zur zweiten Phase übergehen. Verstanden? Ja. Oh, ich habe ihn gefangen. Was ist das denn? So einen Fang lasse ich mir nicht entgehen. Aber damit kann ich ihn nicht fangen. So ist es besser. Und hier ist er. Hey, fang mich, wenn du kannst. Du kannst nicht vor mir weglaufen. Oh ja, es hat geklappt. Mein Fahrstuhl in die Freiheit. Hoch. Hey, was ist das? Die Flucht? Ciao, ciao. Du kannst nicht weglaufen. Wo ist sie? Es ist die falsche. Halt, ich werde das nicht so stehen lassen. Ursula. Bitte rette mich. Es ist meine Verantwortung. Der Prinz braucht mich. Das Signal kam von ihr. Oh nein, hier ist er. Mach auf. Prinz, geht's dir gut? Hab Geduld. Die Hilfe ist da. So schwer. Wie ist das passiert? Ich muss nachsehen. Ich kann den Herzschlag nicht hören. Okay, Zeit für ernsthafte Maßnahmen. Mach schon. Oh, es hat nicht geholfen. Was? Danke, Betty. Du bist ein Wunder. Was für ein hübscher Kerl. Kann ich ein Foto machen? Natürlich. Ich bin bereit. Ich auch. Hey, vielleicht kannst du posieren? Etwas Heldenhaftes. Ich bin schüchtern. Nimm das. Oh ja, das ist perfekt. Tschüss. Hey, wo willst du denn hin? Oh. Ist dieser Ring für mich? Wir sind also verlobt? Oh, ich warte darauf, dass wir uns treffen. Ah, ich werde ihn für immer in Ehren halten. Wo ist der Dreizack? Chum-Chick. Der Garten unserer Liebe wird nie verwelken. Du bist für immer in meinem Herzen. Wann sehen wir uns wieder? Oh, ich habe eine Idee. Okay, das ist der richtige Ort. Oh, schöne Outfits. Aber ich brauche ein besonderes. Das hier sieht gut aus. Ich glaube, es wird ihm gefallen. Das reicht. Ich komme schon, Schatz. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Warte, was ist das für ein Geräusch? Hast du mich vermisst? Oh nein, nicht Ursula. Du kommst nicht raus. Wie hat sie das gemacht? Ich bin in Gefahr. Wo versteckst du dich, Betty? Die Laser werden dich finden. Die Waffe ist überhitzt. Es ist heiß. Endlich. Ich denke, ich bin an der Reihe zu handeln. Zeit, sich abzukühlen. Hier ist es. Oh nein. So mag ich dich lieber. So soll es sein. Ich werde dir kein Bußgeld für Vermählung geben. Es ist in der Tasche. Ist meine Frisur in Ordnung? Ich muss perfekt aussehen, wenn mein Prinz mich sieht. Habt ihr geöffnet? Wow, du siehst toll aus. So schön. Danke, du siehst auch gut aus. Das ist für dich. So süß. Warte mal. Das Kind ist in Gefahr. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Warte auf mich. Ich werde zurückkommen. Versprochen. Oh, Betty. Hör auf damit. Was ist hier los? Wow. Hallo, Baby. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich möchte dir das Haus deiner Träume schenken. Cool, ich bin dabei. Dann folge mir, Baby. Unser Unterwasserkönigreich ist der beste Ort zum Bauen. Schau einfach mal. Schon schick. Wir können anfangen zu bauen. Halt dich fest. Ich werde mein eigenes Schloss haben. Es wird das schönste Haus im Ozean sein. Puh, und das ist gar nicht so einfach. Okay, ich hab's geschafft. Oh, hast du deine Hände statt der Wände gestrichen? Such dir einen Platz, wo du dein Gesicht waschen kannst und ich helfe dir. Lass uns die Farbe trocknen. Hey! Ich glaube, ich habe es übertrieben. Das hast du gut gemacht. Jetzt können wir den Rahmen zusammenbauen. Fertig. Wie geht es weiter? Ich glaube, es ist Zeit, mit den Türmen weiterzumachen. Perfekt. Lasst uns die Materialien vorbereiten. Kann ich helfen? Natürlich, Baby. Jetzt mach schon. Und sei vorsichtig mit deinen Fingern. Was ist besser? Ich probiere das. Okay, ich habe ihre Talente überschätzt. Und hier sind die Türme. Wow. Wann hast du das alles gemacht?
Okay, ich nehme meine Worte zurück. Hey, stell dich nicht unter den Pfeil. Tumtik, bereit. Was ist mit der Dekoration? Ich will nicht, dass du fällst. Ich bin ja da. Kannst du mir die Muschel geben? Was? Ich komme nicht an dich ran. Dumme Muschel. Ist jemand lebensmüde? Willst du kämpfen? Hey, was machst du da? Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Lass mich in Ruhe. Vielleicht möchtest du ein paar Leckereien? Damit musstest du anfangen. Lecker. Oh, ja. Eine Delikatesse. Jetzt sind wir Freunde. Was habe ich vergessen? Hey, bekommst du es oder nicht? Mein Schwanz ist taub geworden. Wir wollen die Türme schmücken. Oh, ich hab's. Ich habe etwas viel Interessanteres. Hey, Meerjungfrau, fang es. Wow, genau das, was wir brauchen. Lass uns die Länge bekommen, die wir wollen. Und natürlich die Muscheln. Wir sind ein super Team. Sie ist mitten an ihrem Geburtstag verschwunden. Ich habe jede Ecke durchsucht. Okay, Mem, ich werde sie finden. Hm, eine Menge Kinder sind an einem Tag verschwunden. Und wofür werden sie überhaupt bezahlt? Warte mal, sieht aus, als wäre sie es. Öffne die Zelle. Das ist sie. Mach auf. Komm rein. Baby? Wen nennst du hier Baby? Es ist nicht schlecht. Baby, komm zu mir. Wie wär's mit ein paar Fenstern? Ja, wir brauchen die Fenster. Okay, dann können wir den Rahmen ausschneiden. Darf ich? Woo! Das ist so cool. Und einfach. Das Wichtigste ist, sich nicht zu verbrennen und an den Konturen entlang zu gehen. Ich mache das toll. Fertig. Einfach perfekt. Jetzt lass uns malen. In meinem Königreich werden wir wohl Augen haben, wie in einem U-Boot. Hm, ich bin ein geborener Baumeister. Wow, so schön. Kann ich bei der Dekoration helfen? Okay, ich bin auch dabei. Jetzt wird dein Fenster wie eine Rettungsleine aussehen. Das ist so cool. Wollen wir es ausprobieren? Genau das, was wir brauchen. Ich mag es wirklich. Hallo. Und hier sind die Vorhänge. Haben wir etwas vergessen? Da ist noch ein Fenster frei. Hey, brauchst du Hilfe? Besonders, weil ich so hungrig bin. Das haben wir wirklich gebraucht. Vielleicht solltest du eine Säge benutzen. Hm, interessant. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Meint er das ernst? Was für ein cooler Helfer. Hey, Krabbe, mach das Werkzeug nicht kaputt. Der Profi macht den Job. Ja, das ist besser. Tadam! Halt dich fest. Wow, das ist mächtig. Oh, sei vorsichtig, es gehört meinem Vater. Toll, und der Dreizack ist sicher und gesund. Oh, Blasen! Flug! Wir können uns nicht ausruhen, wir haben noch so viel zu tun. Ein Schönheitstag? Wovon redest du? Oh, ich hab's. Komm schon, du hättest deinen Schwanz schon vor langer Zeit bürsten sollen. Auf Wiedersehen, alter Schuppen. Wow, so schön. Ich kann auch helfen. Schau, fertig. Cool, ich habe eine Idee. Warte mal. Oh, und das ist jetzt ein Schönheitstag für die Wände. Ups, tut mir leid, ich werde dich nicht belästigen. Das ist noch cooler als eine Spraydose. Und ich wollte es schon wegwerfen. Es ist so schön. Ich habe die Spielsachen mitgebracht. Wo soll ich sie hinstellen? Hm, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ich habe eine tolle Idee. Warte einen Moment. Hm, was hat sie denn vor? Fertig. Sie werden ein Fischregal haben. Wo werden wir es aufhängen? Das war's. Eigentlich nicht. Oh, wir haben noch mehr Fische zu fangen. Nein, haben wir nicht. Wow. Ich bin dabei. Tschum-tschick. Lass uns hier verschwinden. Hat es geklappt? Ich habe die Explosion nicht gehört. Mach die Ohren zu. Was ist da? Glaub mir, du wirst es sehen. Was? Pass auf. Wo ist sie hin? Gib mir ein Zeichen. Oh, was ist das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das hier gelassen habe. Warte mal kurz. Oh nein. Mein Make-up. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich hoffe, das war's.
Hast du dieses Mädchen gesehen? Irgendjemand? Hilfe! Oh, Ma'am! Hast du sie gesehen? Ich erinnere mich nicht. Wo bist du, Schwester? Oh, Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo meine Schwester jetzt ist. Okay, ich lasse es hier. Nein, wirst du nicht. Es ist illegal. Wovon redest du? Okay, dann gehe ich eben woanders hin. Kann ich es wenigstens aufkleben? Oh nein, nein, das ist verboten. Ist das klar? Was ist das für ein Gesetz? So vergisst du es nicht. Ah, ich werde es nicht wieder tun. Ich bin sehr stolz auf dich, Ma'am. Jetzt bestimmt nicht mehr. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, es kommt von hier. Hey, oh, das ist so appetitlich. Baby, wo bist du? Es gibt kein Baby und keinen Tisch. Ich kann das reparieren. Ich hoffe, er merkt es nicht. Wäscht, wäscht den Rücken. Hey, ich kann sie nicht erreichen. Was ist denn mit diesen Krallen los? Oh, ich glaube, ich habe es herausgefunden. So komme ich bestimmt ran. Geschafft. Ich bin ein Genie. Waschen. Ich glaube, das ist meine Chance. Oh, toll. Wie lange wird er es waschen? Bist du bereit? Schimpfig. Genau das, was wir brauchen. Perfekt. Lass uns einen Arm und ein Bein hinzufügen. Der Tisch muss auf etwas stehen. Einfach perfekt. Baby. Süßigkeiten. Bist du da? Wo ist man? Oh, cool. Das ist ja noch viel praktischer. Ich wasche mir den Rücken. Was für eine Erleichterung. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.